So. Und jedes Haus hier hat ein bisschen Garten. Hm. Oh. Du kannst gehen, ich komme gleich, weil ich schaue nach dem Kaffee. Ja. Oh, schön. Ist das elektrisch? Heizung. Ist das elektrisch, oder? Das habe ich in Frankreich. Das war Heizung, ja. Mhm. Aber ja, wir haben eine Heizung weggemacht. Und wir haben Licht. Ach so. Ich habe Licht dran gemacht. Ah, fertig. Und das ist für den im Winter, wenn jemand raus ist und der andere geht schlafen oder ist oben, dann lassen wir das an. Damit ein bisschen Licht da ist. Also hier. Ich kann dir was sagen. Das waren. Okay, dann. Das sind unsere Nachbarn, Andreas. Hm. Hallo! Für YouTube. Ah. Er hat Bienen. Bienen. Ach so! Ja, stopp. Und der Kuchen ist mit dieser Kirsche. Ah, verstanden. Schön. Okay. In die Kamera. Hm. Essen. Aber die sind sauer. Sauer? Die sind nicht süß. Ach so. Und das sind gut zum Kochen, weil sie sauer sind. Ah. Gebe ich dir auch Marmelade, wenn du willst. Na, normalerweise, ich esse keine Marmelade. Okay. Mhm. Dann Dankeschön. Kriegst du keine Marmelade. Okay. Schön. Und dann kannst du weiterkommen. Ja. Das ist hier. Seit wann? Das ist immer da gewesen. Ach so. Oh. Das ist mein Fahrrad. Ja. Und das ist. Es sind Zeug von meiner Tante, die gestorben ist. Und ich mache ein Buch über meine Tante. Ach so. Und das sind Bücher und andere Sachen, die ich fotografiert habe. Das kann ich dir dann später zeigen. Ja. Tomaten, Fenchel, ja. Oh, schön. Für was? Ja. Essen? Oh, schön. Das ist sehr gut für die, zum Kochen, für Salat oder für die Tomatensauce, für die Nudeln. Ja, ja. So. Und dann diesen Baum hier, dieser Sirup, was ich hier gegossen habe im Wasser. Dieser Sirup ist von diesem Baum hier. Jetzt in der Küche. Ach so. Ich habe das. Ja, 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 ich verstand. Und das hat Christine gemacht mit dieser Blüte. Also jetzt sind die Samen. Aber das kann man auch essen. Jetzt schmeckt. Ja, ja. Und das ist Kompost. Ach so.
das hier und da unten und dann hier. Aha. Und diese Pflanzen kommt von allein. Yes. Ja, das ist, da macht ihr ja die Kürbisse. Was ist das aber? Da drin ist nur Eierschalen, Gemüse, alle Sachen, die wir nicht mehr benutzen, dann machen wir hier. Ja. Ah, aber das, diese Pflanze hier. Ja. Das ist ein Kürbis. Ach so. Bocaido. Ja, ja, ich weiß. Diese Orange. Kabocha, Kabocha. Ja, ich weiß. Esse? Isst du? Ich esse. Erinnerst du dich, als ich das Fest gemacht habe, 28 Jahre Gustavo in Deutschland, in Ettlingen? Du warst auch dabei. Ja, ja. Das Fest. Ja. Und dann war Reis. Und diese Reis war mit diese Kürbisse da. Verstanden. Ist das? Was ist das? Essen, oder? Nee, glaube ich nicht. Christine weiß alles. Ah. Das ist ihre Garten. Ah, verstanden. Ich mache nichts. Diese Trauben kommt aus Italien. Das hier. Zum Essen? Die kann man essen im September, Oktober. Dann können wir hier essen und dann können wir so machen und dann ja. Gleich in den Mund. Schön. Sehen. Oh. Hier. Genau, wir können noch mal machen. Ich? Bist du? Ja. Okay, gut. Also wir machen so, warte, ich suche auch die Datei, weil dann können wir sofort das. Okay. Zeige ich dir. Also, Moment. Okay. Imaginariesi. Präsentationen. Indirizzi. Wo habe ich das? Moment, das, dann ist hier, ne, dann ist hier. Ich wollte, Giambaresia, ich wollte dir was anderes zeigen. Moment. Die Besonderheit dieses Projekt in Sizilien, was ich jetzt gerade gemacht habe und auch in diesem Buch gedruckt ist oder stopp. Ja, ich fange von neu. Abendmahl Wikipedia. Moment. So, das ist alles über das Abendmahl Jesus, ja? Einmal jetzt auch letzte Abendmahl. Und es gibt sehr viele berühmte Malereien. Mal sehen, ob ich... Okay. Es gibt auch das da. Ah, das sieht man nicht. Schade. Das wäre schön. Ja, was? Ah. Ja, das. Moment. Aber ich kann das, wir können das alles sehr gut vorbereiten, wenn du willst. Damit die Sache auch gut ist. Das ist
Das sind komplexe Sachen, komplexe Themen. Die kann ich auch auf Italienisch sagen, das ist gar kein Problem. Aber ich muss die Worte nochmal suchen. Nein, ich wollte dein Italienisch sagen. Okay. Jetzt wolltest du, dass ich auf Italienisch sage? Du sagst nur Deutsch, ja? Ja. Ein bisschen, ich möchte Italienisch. Okay, gut. Ja. Wenn du was... gut, ich kann dir was zeigen. E te lo dico tutto in italiano, se vuoi. Guarda, ti faccio vedere.